und sie selbst greifen ihn an. Das ist gut für uns, dass sie sich gegen ihn stellen. One-Hit KO! Oh fuck, was hat er jetzt gemacht? Ach du Scheiße! Hat er Fallen aufgestellt? Heißt, wenn man diese Felder betritt, dass man dann Schaden nimmt? Wow. Ein wirklich furchterregender Gegner. Muss man schon sagen. Noch sieht das auf die Gegner ab. Noch ist er abgelenkt. Das ist vielleicht gut so. Ich gedacht, dass der. Ich dachte, der würde auf der Gegnerseite stehen, aber stattdessen ist er komplett neutral. Aber umso besser für mich. Da kann ich mit ihm umso besser zurechtkommen. Sie könnte schon. Ne, komm, lass das mal. Was könnte den Blick versuchen? Die Chance ist aber zu treffen, ist nur sehr gering. Und leider. Was soll's? Ja, jetzt verpieselt sich der eine. Und er bekommt einen Konter ab. Der sich gewaschen hat. Vorbei. Der reicht gut aus. Ja, das war's mit ihnen. Ich glaube fast, dass wir sie bei der Jagd gestört haben. Oder wie kommt mir das jetzt gerade so rüber? Irgendwie kommt mir das fast nämlich so rüber. Na? Ach so, verstehe schon. Ja, lass mal das. Ich spare mir das noch auf. Lieber noch nicht so nahe kommen, weil wenn der uns jetzt als Ziel hat, hat er vielleicht sogar. Im Augenblick konzentriert er sich lieber auf den Gegner. Das ist vielleicht die gute Chance, an ihn langsam ranzukommen. Das ist der Anführer. Oh nein, wenn der jetzt vorher von dem Vogel getötet wird, dann kann ich mein Item vergessen. Der soll ruhig herkommen. Der soll ruhig hier bleiben, wo er ist. Shit, aber wir kommen nicht ins Angriffsbereich rein. Das ist schlecht. Ja, super, der konzentriert sich nur auf den Vogel, der Depp. Der Ritter hat keine Chance, ihn zu treffen. Jetzt legt er wieder Fallen auf. Ach du Scheiße.
Was der für eine Fähigkeit hat. Soll er ruhig herkommen hier? Er soll bloß von dem Vogel fernbleiben. Hey, ich bin auch noch da. Na? Du entkommst mir nicht, Freundchen. Ah! Gibt's aber nicht. Deswegen gibt es auch die Absteigmöglichkeiten, weil auf Treppen, da sind sie nicht so gut, die Pferde. Daran erinnere ich mich noch, dass da was war. Diesbezüglich. Noch können wir vor ihm sicher sein, nicht wahr? Oder wird er uns jetzt dann eingreifen? Wenn wir ihm zu nahe kommen. Ich will mal nicht hoffen, dass dem zu wer sein wird. Keinen Bock, mich mit dieser Bestie so wirklich anzulegen. Aber der will sich tatsächlich mit dem Monster anlegen, dieser Idiot. Gucken Sie das dann an! Wir werden jetzt ihn. Nein! Dadurch nimmt er mir die Chance auf den Goldbeutel! Hat er da das Item oder was? Nö. Der hat nur den Rostbogen. Kann doch nicht wahr sein. Oh, weil dieser eine Depp sich hier verpissen musste wie eine feige Sau. Dann steige ich jetzt mal vom Pferd ab. Und nein, 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 nicht warten. Ach. Ach, wieder eine Rostwaffe, leider. Gibt's ja sonst noch was? Weil ich sehe aktuell nichts. Es ist schon cool, dass wir zum ersten Mal auch so einem Monster mal normal begegnen können in einem optionalen Kampf. Können wir auch versuchen zu attackieren. Aber ich glaube, der Ritter wäre wohl besser, wenn wir den erstmals angreifen. Ein Schild hat sich schon verabschiedet. Wow, aber der kann heftig zurückschlagen. Der ist stark. Den gilt es nicht zu unterschätzen. Wenn es sich jetzt von den anderen abwendet, dann... ja, gute Nacht. Deswegen sollten wir den Ritter noch nicht erledigen. Die Chance ist auch nicht gerade hoch, ihn zu treffen. Hier noch einen weiteren Blick. Wollen wir mal sehen, vielleicht treffen kann. Schade. Ach, verflixt. Dorothea hängt ja so weit hinten. Oh ja, der Ritter greift an. Oh, noch mehr Fallen, ne? Oder nein, das sind nur Felder, die angegriffen sind. Oh nein, ein Schild ist bereits wiederhergestellt worden. Schön, Linhard. Ich kann nicht ran. Mist, und dabei würde ich ihn das jetzt überlassen. Petra, es ist zu gefährlich. Aber gut,
Wenn sie ihn trifft, dann nimmt sie ihn erstmal das KP ab. Ich glaube, das sollte ich so machen. Erstmal hier diese Seite angreifen. So. Damit haben wir schon mal die erste Hälfte der KP von ihnen entfernt. Oh yes! Und er ist gerade verwirrt. Hubert. Todesgeheul. Ich weitere Schilder. Oh oh. Aufpassen, jetzt greift er an. Das Vieh aggressiv. Ich glaube, die Seite muss jetzt Bernie angreifen. Zufallsschuss. Okay. Machen wir das mal. Ho! Das Schild ist komplett weg! Dafür gibt es Mithril. Das ist meine Chance, ihn zu erledigen. Aber mit Casper ausgerechnet? Ich würde das lieber mit Linhardt erledigen. Oder mein Charakter sollte das irgendwie machen. Mit dem Schwert des Schöpfers. Na gut, dann macht das hier fertig. Und von Himmel geholt und das wär's. Ja, Linhardt werde ich dann noch weitere Gelegenheiten zum Kampf geben irgendwie. Schade, dafür gibt es einen Rostbogen. Boah, 6600 Gold dafür, nicht schlecht. Geil. Ja, das war auf jeden Fall ein interessanter Kampf. Das muss ich sagen. Ja gut, damit aber die Parts auch nicht zu kurz werden, würde ich sagen, werden wir noch einen Unterricht abhalten. Und dann... Aber das war auf jeden Fall interessant. Haben wir jetzt mal ein ähnliches Monster optional bekämpfen können. Aber finde ich cool. Was für die Chance, dass wir die Gelegenheit nutzen konnten dafür. So, jetzt hat wir den Unterricht und hat jemand Geburtstag. Bestimme natürlich selbst. Ganz klar, die Großbrühe. So, Einzelaktionen. Meine liebe Edelgard, es wird Zeit, dass du dich im Schwertkampf verbesserst. Magisterbonus noch oben drauf, ich verstehe. Wahrscheinlich aufgrund meines aktuellen Status. Perfekto! Oh Mann, schon wieder perfekt. Yes! Auf D+. Dann, ja, natürlich auch noch die Rüstung erhöhen. Ich hab noch 4 zur Auswahl. Sie könnte in der Magie schon viel besser werden dann. Ich glaube, sie braucht jetzt was mit Autorität, also. Oh ja. Yeah. Hm.
Was? Jump sammeln erlernt? Ja gut, und dann geben wir noch als letztes noch einen Boost auf Magie, auf den B-Rang zu erhöhen. So. Ja, dann machen wir dich mit der Axt. Oh, so ein Schwert jetzt auch mit der Axt fertig. Axtbrecher, wow. Der Bogen. Ich glaube, die Autorität möchte ich eher bessern. Okay, passt schon. Seine Heilung erreicht bald Rang A. Echt kaum zu fassen. Na gut, er soll sich als Magier noch, also als Heiler noch nützlich erweisen, also. Perfekto! Bald schon erreicht der Rang A dabei. Wow, Alter! Es passt da alles perfekt gerade. Hubert? Oder... Einen kann ich nur noch hernehmen. Aber jetzt habe ich bei die Pferde nicht, also die Flugfähigkeit nicht verstärkt. Naja, das kommt noch. Das kommt noch. Kommt noch. Ja, Ferdinand. Verbessern wir mal deine Lanze. Wenn wir gut sind, ja. Schaffen wir es da auch, deinen Rang gleich zu erhöhen. Alter. Läuft gut. Hat nicht ganz gereicht. Okay, das war's. Die nächste Gruppenaufgabe. Luftsicherheit. Petra. Edelgard. So. Dann zum Wochenunterricht. Bald habe ich alle Gerichte im Speiseeis ausprobiert. Was soll ich dann nur tun? Muss ich wieder und wieder die immer gleichen Gerichte essen? Schlage ein neues Gericht vor. Okay, das hat gepasst. Was der Motivation ist eh schon auf dem höchsten Stand. Ein Lord muss andere befehligen können. Autorität ist ein Muss. Es gehört aus. Tradition den Schwertkampf zu lernen. Würdest du bitte. Ja, selbstverständlich! Okay. Eine Teestunde mit ihr starten. Oh ja, ausgerechnet sie. Puh. Nein, sicher nicht. So, jetzt schauen wir mal. Herzlichkeit, Sicherheit im Kloster, Tischgenossen. Sicherheit im Kloster? Jupp. Die Ritterpflichten. Halt. Möchte mehr wissen. Arbeitszeiten der Wachen. Ja. Ich kenne das schon gut. So, noch zwei Gespräche. Das eine hier muss Leistungen zusammenarbeiten, entspannen. Großartige Leistungen. Jawohl! Noch ein Gespräch. Ich muss 戦術だけじゃなく戦略を学んでみるかね.
Ermutigen. Was? Oh, schade. Warum sollte ich seufzen oder nur Tee trinken? Gut, was soll's. So, jetzt noch das Wochenziel. Und wie sieht's aus? Nur gut. Naja. Ein paar Veredelungsedelsteine noch oben drauf. Sehr schön. Level Ups hier. Schwertbrecher. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, hier könnten wir uns ausruhen. Würde ich mir vorschlagen. Aber Seminar, 54%, hä? Huh? Gut, aber gucken wir mal beim Examen. Au! Oh, 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 oh. Auf 100%! Ja! Ja, um Himmels Willen, ja! Dass sie auch endlich zur Mittelklassenstufe aufsteigt. Dann sind alle endlich auf einer Mittelklasse. Yes! Wahoo! Und es gibt einen Werteboni. Auf Glück. Geiler Scheiß, Mann. So. Oh, ja, richtig. Ich wäre selbst auch Teilnehmer bei dieses Seminar. Ja, aber ich möchte doch, dass die Motivation steigt. In der Woche gibt es was zu essen. Aber komm, ich will die Motivation lieber steigern. Also ruhen wir uns aus. Und das Schwert der Schöpfung bekommt auch eine kleine Reparatur. Obendrauf. Ja, okay. Ich kann da noch ein bisschen unterrichten. Ja, das Ausruhen hat wenigstens da Motivation gut getan, aber ich werde trotzdem erstmals mich auf die Höchsten hier konzentrieren, wie zum Beispiel Hubert, Casper und Bernadette. Passt. Yes. Sehr schön. Axtkampf steigt auf den E-Rang. So, Bernie? Ich glaube, mit dem Lanzenkampf sollte ich dich auch ein bisschen verbessern. So, und Hubert noch. Vielleicht könnten wir auch im Bogen ein bisschen helfen. Dass er ein guter Fernkämpfer ist. Alles. Ja. Ja, dann lasse ich die restlichen Punkte übrig. Sodass die. Weil dann kann ich wieder mit viel mehr Elan rangehen. Wenn wir erstmals wieder mehr Motivation haben. Gruppenaufgabe. Ich glaube, wir lassen es bei der Luftsicherheit hier. Dann auf zum Wochenunterricht. Ein Strich gereißen, schlag sie mit Fäusten, sag ich mal, Trainee. Faustkampf, dann gebe ich einen guten Ringer ab. Ja, das ist schwierig. Ringer oder Axtkämpfer? Also auf jeden Fall. Nee, ich bleib bei Axt- und Faustfähigkeiten.
Das passt schon. Schon wieder? Was ist denn da los? Echt schade. So. So passt das. Ja, ich würde sagen, wir gehen nochmal auf Erkundungstürf. Oh, wie schaut es eigentlich bei dem Kampf aus? Unterirdischer Raum. Alle sind schockiert darüber, dass... Suche machen die Studenten schließlich eine verstörende Entdeckung. Ja, den Kampf lassen wir aus. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir doch hier oder sollten wir uns lieber ausruhen? Jetzt haben wir gehen auf Erkundung. Ne? Ja, aber das dann ab dem nächsten Part. Oh Mann, ich habe schon vergessen. Ich habe schon vergessen, den Part zu beenden. Ja, im nächsten Part machen wir dann weiter. Jetzt haben wir da zweimal Unterricht abgehalten. Aber gut, dann werden die Parts jetzt nicht ganz so kurz. Und ja, wie immer, wenn es dir gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben und Kommentar auch nicht vergessen. Und dann sehen Sie wieder beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt, klickt da rein. Euer Crush Wolf 89. Bis zum nächsten Part von Let's Play Fire Emblem Three Houses. Also, wiedersehen und tschüss, Leute.